Ja, moin! Sven von Wing Passion hier. Wir sind auf dem Vollfestival und jetzt eben gerade bei Gaster und Tapu. Das ist Konstantin. Und Konstantin zeigt uns jetzt mal einmal sozusagen das neue Brett. Erzähl mal was dazu. Was sind die Besonderheiten davon? Also, hier haben wir das brandneue Pocket Air. Das ist quasi die zweite Version, die wir haben von dem Brett. Ja. Der Shape vom Pocket Air ist deutlich kompakter geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben jetzt zwar eine recht kleine Variante, aber selbst, sage ich mal, ab 87 Liter aufwärts bis 137 ist das ja immer noch ein sehr kompakter Shape. Man sieht es bei den größeren Größen, die haben hier an der Nose, wir nennen es Nose Bulb, also quasi so eine kleine Blase, wo sehr viel Volumen angebracht ist. Ja. Eben, dass das Brett trotz der Kompaktheit schön viel Auftrieb bietet. Ja. Und eigentlich haben wir bisher wirklich sehr gutes Feedback bekommen. Das soll auch in 97 Liter zum Beispiel soll es sehr viel Auftrieb bieten, aber wenn man oben ist, soll es trotzdem sehr agil sein. Ja. Und dementsprechend, da bin ich eigentlich sehr glücklich mit dem Brett. Genau, hier liegt jetzt 67 genau. Und 1,37 Zentimeter. Was ist das nochmal in Inch? Bin jetzt irgendwie immer bei der Inch-Geschichte, weißt du das? 4,11 vielleicht? 4,11? Irgendwie sowas? Ja. Warte, ich wollen wir einmal umdrehen? Ja, du, ich nehme das mal, du hast ja das Mikro. Genau. Ah, okay. So. Ah, okay. Der Handle ist ja echt irgendwie viel größer und so. Und genau, ein recht großer Handle. Das ist auch alles gut austariert eigentlich, dass wenn man mit voll dran ist, dass man das gut tragen kann. Ich halte das hier einmal kurz, dass man noch so ein bisschen das Unterwasserschiff sehen kann. Genau, und das hier hinten ist die Entlüftungsschraube drin, oder? Genau, die Entlüftungsschraube haben wir hier hinten platziert, in diesem kleinen Step Swallow Tail. Genau, und Konzept ist eben dahinter, dass wir hier eine scharfe Abrisskante haben, deswegen diese konvexen Rails hier. Genau, dass man eben früh einen Takeoff bekommen kann, dass alles ein bisschen abgedämpft wird bei Touchdowns. Ja, deswegen. Ich persönlich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, das zu fahren, so frisch sind die eigentlich nach Deutschland gekommen. Das erste, das zweite Event, wo wir die jetzt ausstellen können, aber ja, hier gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt für die Leute das zu testen. Ja, und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir noch ein bisschen Feedback sammeln können. Okay, jetzt stehen wir eh schon hier vor den Flügeln. Genau. Da können wir hier gleich weitermachen. Genau, also hier haben wir eigentlich alle unsere Frontflügel, die fürs Wing geeignet sind, einmal angebracht. Wir haben hier zwei Reihen quasi. Das ist einmal die Free-Serie. Das sind die etwas entspannteren Allround-Flügel. In den großen Größen sehr gut für Schulen oder Einsteiger. Und das geht dann nach oben natürlich. Bisschen mehr Speed, bisschen weniger Lift. Aber die sind alle sehr einfach zu fahren, sehr gut zu kontrollieren. Und hier drüben, links, haben wir die HP-Flügel, die High-Performance-Flügel. Natürlich darauf ausgelegt, ein bisschen mehr Performance zu liefern, ein bisschen schneller zu werden, höhere Agilität, die Aspect Ratio ist höher, sieht man ja relativ eindeutig. Genau, also die sollen einfach nach oben das ein bisschen erweitern für die fortgeschritteneren Fahrer. Alles klar. Sind aber trotzdem noch nicht super anspruchsvoll zu fahren. Also die sind auch für jemanden, der, sag ich mal, ein bisschen Fortschritte gemacht hat, sichere Grundmanöver kann, sind die eigentlich schon sehr gut geeignet. Und Mast und Fuselage, aus was für Materialien sind die denn? Also Mast, also wir haben einmal das Mach 1 Foilset und das Hybrid Foilset. Ja. Beim Mach 1 Foilset ist der Mast aus Carbon und beim Hybrid aus Aluminium. Also, und darauf kann man eigentlich grundsätzlich alles aufbauen. Die Fuselage ist bei beiden aus Aluminium und grundsätzlich kann man auf diesen Sets alles anpassen. Wir haben zwei unterschiedliche Heckflügel, eben hier die Riesenauswahl an Frontflügeln, unterschiedliche Fuselages für Einsteiger oder fortgeschrittenere Fahrer. Aber das ist alles wirklich so auf so einem Baukastenprinzip aufgebaut, dass man da quasi einmal ein Vollset sich holt. Wenn man dann Fortschritte macht, kann man das stetig erweitern und dann seine Ansprüche anpassen. Ja, super. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich danke euch. Und schön, dass ihr da seid. Heute noch viel Spaß auf dem Wasser. Ja, vielen Dank. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich arbeiten müssen, aber die anderen werden Spaß haben. Wir werden es versuchen.